Wir begrüßen Sie im Merkur Center und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt beim entspannten Shopping. Für den kurzen Snack empfiehlt sich das Team von Pizza Fix mit seinen original italienischen Spezialitäten. Werden Sie Glück in der Liebe haben? Und wie stehen Ihre Chancen im Beruf? Ihr Schicksal ermittelt zuverlässig, persönlich und absolut objektiv das Computerhoroskop im Foyer. Außerdem erhalten Sie eine große Charakteranalyse mit all Ihren Stärken und Schwächen. Das alles zuverlässig, persönlich und absolut objektiv für nur 15 Mark. So? Kürzer. So? Noch kürzer. So? Genau. Aber das wäre dann ein Herrenschnitt. Mit roten Streifchen, hier und hier, okay? Wie Sie wollen. Will ich. Schlüsselfahrt. Kriminalhörspiel von H.P. Karr und Walter Wehner. Sagen Sie mal, Heike. Ja? Haben die Leute von der Werbeagentur schon die Entwürfe für das neue Center-Logo rübergefaxt? Bis jetzt ist noch nichts angekommen. Ja und? Haben Sie schon mal nachgefragt? Noch nicht. Ich wollte gleich... Gleich. Immer dasselbe. Sie wissen doch, dass wir Montag die Präsentation haben. Ja, sicher, Herr Kästin. Also. Ich kümmere mich sofort drum. Bitte. Ach so, Ihre Mutter hat angerufen. Was will die denn jetzt schon wieder? Ich soll Sie nur daran erinnern, dass Sie ihr die Kreislauftropfen... Und die Vitaminpillen aus der Apotheke mitbringen sollen, ich weiß. Sie hat mir extra heute Morgen einen Zettel hingelegt. Können Sie die Sachen nachher mal unten aus der Apotheke besorgen? Ja, sicher, Herr Kästin. Danke. Gleich. Hier nehmen Sie mal einen Expressschlüssel für den Fahrstuhl. Mhm, danke. Wo steckt eigentlich Ihre Kollegin? Die Mittagspause ist 14:15 zu Ende und gleich ist es 13:30. Ich habe mit Cordula getauscht. Merkur Center Management Braun, guten Tag. Ja? Moment, ich schau mal nach, ob er da ist. Mama? Nein, der Geldtransportdienst wegen der Sonderfahrt am Sonnabend. Ach, das ist gut. Stehen Sie mal gleich rüber. Herr Wachowski, ich verbinde mal, ja? Na, endlich. Und? Was sagst du? Sieht doch toll aus, oder? Das sieht eher so aus, als hätten sie dich für eine Schädeloperation rasiert. Kannst du nicht mal sagen, dass irgendetwas toll ist? Diese Ami-Bürste da ist aber nicht toll. Du bist da bloß neidisch. Dabei gibt's auch ganz tolle Kurzhaarschnitte für... ältere Frauen, ja? Sag's doch. Typisch Skorpion. Bist du doch, oder? Ja. Element Wasser, Qualität fest, dein Regent Mars. Oh la la. Skorpione sind schwer zu durchschauen, berechnend und hinterhältig. Und hier stehen noch ganz andere Sachen. Das ist doch alles Blödsinn. Absolut zuverlässig, persönlich und objektiv. Direkt aus dem Computer unten im Foyer. Das ist doch alles vorgefertigter Quatsch. Ein richtiges Horoskop wird persönlich gestellt. Kennst du dich da aus? Meine Tante hat mir das mal beigebracht. Ist ja spannend. Zeigst du mir das mal? Damit ich weiß, wer der Richtige ist, falls ich mal jemanden treffe. Damit macht man keinen Spaß. Mach ich auch nicht. Nee, das ist mir alles zu teuer, Herr Wachowski. Ich weiß, dass es ein Risiko ist, aber das kann Ihnen doch egal sein. Solange das Geld hier in meinem Safe im Büro liegt, habe ich die Verantwortung. Außer mir und meinen beiden Damen hier weiß doch keiner. Ja, sicher, die Geschäftsführer. Aber für wen glauben Sie, mache ich das hier alles? Also wie ist das jetzt mit der Sonderfahrt am Sonnabend? Okay, Ablauf wie üblich. Wunderbar, Herr Wachowski. Merkur Center Management Kästin, guten... Mama, ja, Mittwoch. Nein, heute ist Mittwoch. Ja, die Kreislauftropfen.
Na, wer sagt's denn? Na also, das macht 20 Mark für mich. Oder willst du Revanche? Du spielst ja richtig gut. Wenn man nicht besser ist, braucht man gar nicht erst anzufangen. Also was ist, noch eine Partie? Wieder um 20 Mark? Oh, warum nicht um 40? Wenn du gewinnst. Wie heißt du eigentlich? Cordula. Gerd. Hallo Gerd. Ich habe dich schon ein paar Mal hier gesehen. Freitags wahrscheinlich. Kann schon sein. Wohnst du hier? Kann schon sein. Und du? Ich? Nee, in den Betonklotz kriegen die mich nicht rein. Ist doch praktisch. Alles unter einem Dach. Klar. Genau wie im Knast. Da unten ist sogar ein Fitnesscenter mit Sauna und so. Da gehe ich immer trainieren. Bodyshaping. Verstehst du? Ich habe hier nur meinen Laden. Ach, wo denn? Also was ist? Spielen wir nochmal? Kommt drauf an. Worauf denn? Wann hast du Geburtstag? Was? Dein Geburtstag, sag schon. 2. August. Oh, Löwe, fantastisch. Also spielen wir jetzt nochmal? Na klar. So, gut. Das war's. Bringen Sie die Briefe noch runter zur Post, Heike? Natürlich. Tut mir leid, dass es wieder so spät geworden ist. Das ist nicht schlimm. Kann ich Sie noch zum Italiener einladen? Als kleine Entschädigung? Danke, Herr Kesting, lieber nicht. Ihre Mutter wartet bestimmt schon auf Sie. In 4 Wochen feiert das Merkur Center seinen 25. Geburtstag. Dazu laden wir alle unsere Kundinnen und Kunden zu unserer großen Party in unserem neu gestalteten Erlebnis- und Aktionsbereich ein. Wir freuen uns auf Sie. Kommen Sie. Erleben Sie. Feiern Sie mit. Da sind Sie ja endlich. Ich warte. In der Bismarckstraße war wieder ein Riesenstau, Unfall oder so. Ja, mit sowas muss man doch rechnen. Wir kriegen unsere Routen aus dem Computer, ja? Und daran können wir nichts ändern. Drei Beutel, wie immer. 380.000 Mark. Papiere sind drin? Natürlich. Haben Sie keinen Safe hier? Natürlich habe ich einen Safe. Aber diese Riesenbeutel von Ihrer Firma passen da nicht rein. Und irgendwann muss ich das Geld ja auch mal umpacken, nicht wahr? Damit es bereit liegt, wenn Sie endlich kommen. Sie müssen noch unterschreiben. Kann ich dann gehen, Herr Kesting? Oh, Entschuldigung. Habe ich nicht gesagt, dass Sie mich nicht stören sollen? Ja, aber nur bis 5. Und jetzt ist es gleich 4 nach durch und ich... Entschuldigung. Tut mir leid. Übrigens, Sie sollten wenigstens die Tür abschließen, weil wenn Sie nicht abschließen, kann ja hier jeder rein. Ich bringe Sie noch zum Lift. Hallo. Na, wenn das keine Überraschung ist. Ist das deine Firma? Jeder hat mal klein angefangen. Köhler Schuh- und Schlüsselservice. Na, warum nicht? Hier, schau mal. Der Löwe. Aha. Sein Element, das Feuer. Lass das. Seine Qualität, fest. Sein Regent, die Sonne. Eigenschaften, Durchsetzungskraft, aha, Energie, Zielstrebigkeit. Zeig mal. Da habe ich auch mal überlegt, ob ich so einen Horoskopstand mache. Rechnet sich aber nicht. Der Computer, die Software, die Standgelder und dann dauernd unterwegs. Spielverderber, gib her. Hey, tut mir leid. Machen wir wieder mal ein Spielchen? Aha, der Löwe liebt die Herausforderung. Sag ich doch. Merkur Center Management Braun, guten Tag. Moment bitte, ich sehe mal nach, ob sie da ist. Für dich? Wer? Köhler, privat. Ach so. Ja,
Gib mal her. Darf man vielleicht fragen? Gib mal her. Na? Ja? Doch? Toll. pass auf, wir haben hier gerade Stress. Klar, Lust hatte ich schon. Ja, sicher. Okay, bis dann. Was haben wir denn da? Schon wieder einen neuen Fisch an der Angel? Eher einen Löwen. Und warum gibst du ihm dann gleich die Büronummer, wenn jetzt Kesting drüben dran gegangen wäre? Aber ich habe ihm die Nummer hier gar nicht gegeben. Er hat doch hier angerufen, oder habe ich das geträumt? Quatsch. Wir haben nur ein paar Mal Billard gespielt, unten im Pub im Basement. Habt ihr euch verabredet? Wieso? Ich dachte, ich könnte dir das mit den Horoskopen mal zeigen. Überredet. Wann? Morgen Abend? Oder lieber Sonnabend? Morgen ist okay. Sonnabend habe ich schon was vor. Siehst du, so macht man das. Toll. Macht 100 Mark? Ja. Sicher. Was ist? Du nimmst nicht vielleicht auch Schecks? Also Mädchen... Da müssten wir mal kurz zum Geldautomaten. Kein Problem. Ich kann dich auch noch nach Hause bringen. Aber denk bloß nicht, dass ich dich dann noch auf einen Kaffee einlade. Kein Kaffee? Nein. Und wieso nicht? Ich habe gar keinen Kaffee im Haus. So ein Pech aber auch. Aber Tee, das ginge schon. Ich kann Tee nicht ausstehen. Ehrlich? Ja, sicher ehrlich. Meinst du, ich erzähle dir Märchen? Woher hast du eigentlich gewusst, wo ich arbeite? Na, dein Center-Ausweis. Ach so. Irgendwas nicht in Ordnung? Ruf mich nicht mehr im Büro an. Es gibt nur Stress mit dem Chef wegen der Privatgespräche. Alles klar. Dein Glück. Wenigstens der Geldautomat ist nicht abgestellt. Guck mal weg. Normalerweise wird bei einem Umbau doch eine Containerbank aufgestellt. Das wollten sie auch. Aber dazu hätten sie den Parkplatz im Norden aufreißen müssen für ihre Leitung. Und da hat unser Chef nicht mitgemacht, weil er den Parkplatz erst letztes Jahr für 20.000 Mark hat asphaltieren lassen. So, 100 Mark. Bitteschön. Die Firma dankt. Seitdem haben wir bei uns im Büro die ganze Arbeit mit dem Geld aus den Läden. Die Tageseinnahmen? Mhm. Wie viel kommt denn da so zusammen? Ich dachte eigentlich, dich würde jetzt was ganz anderes interessieren. Was denn? Na, ob ich dich noch auf eine Tasse Tee einlade. Pizza fix? Ja. Gehen ins Haus? Ja. Fitnesscenter? Der hat einen Scheck geschickt. Wieder mal auf den letzten Drücker. Bei dem habe ich von Anfang an kein gutes Gefühl gehabt. Der Bekindermoden? Das ist doch der Laden in der dritten, neben dem Schlüsseldienst. Ach, hat der mir gekündigt. Ja, gut, das wär's dann für diesen Monat. Mahnen Sie bei denen, die im Rückstand sind, ultimativ und so weiter. Ja, es geht morgen raus. Seien Sie, Heike. Ja? Sie wollten noch mal ein Reisebüro aufmachen. Wäre das nichts mit der Kinderboutique? Dazu ist der Laden noch viel zu groß. Es müsste eins von den kleineren Geschäften sein, so wie der Schlüsseldienst. Wieso? Die Leute haben mehr Vertrauen in einen kleinen Laden. Haben sich schon Nachfolger für die Boutique beworben? Zwei bis jetzt. Einmal Lederklamotten und Schnellitaliener. Ich gebe Ihnen nachher mal die Unterlagen. Wenn Ihre Freundin bei der Kripo die Namen mal kurz... Geht schon klar. Schufa und Wirtschaftsauskunft auch? Alles wie üblich. In Ordnung. Aber wir müssen dann noch einen Ablaufplan für die Jubiläumsveranstaltung machen. Dieses Jubiläum kostet mich noch den letzten Nerv. Hat eigentlich meine Mutter heute noch gar nicht angerufen? Bis jetzt noch nicht. Ihr wird doch nichts passiert sein. Rufen Sie doch mal zu Hause an. Meinen Sie wirklich? Sicher. Ihre Mutter freut sich bestimmt.
Na, ausgeschlafen? Schön, dass du vorbeikommst. Rein dienstlich. Ich soll nachsehen, ob die Kinderboutique besenrein hinterlassen wurde. Ich könnte dich heute Abend einladen. Schick essen gehen, Billard spielen oder ins Kino, wenn du Lust hast. Ach komm, ich weiß doch genau, was du wirklich willst. Oh, was denn? Na komm, stell dich nicht so an. Ihr Männer wollt doch immer nur das eine. Oh, was denn? Na, eure Freiheit. Blödsinn. Ich mag dich. Wirklich. Du bist toll. Ach, und wieso konntest du heute Morgen gar nicht schnell genug wegkommen? Weil ich den Laden hier pünktlich aufmachen muss. Tut mir leid, wenn du gedacht hast, dass ich mal abhauen will. Schon gut. Heute kann ich nicht. Aber morgen. Wann machst du hier zu? 6. Fein. Dann hole ich dich ab und wir gehen zum Chinesen. Und dann spielen wir ein bisschen Billard und... Und du verlierst doch nur wieder. Abwarten. Heike, bringen Sie mir doch mal bitte die Akte mit dem Mietverträgen Untergeschoss. Sofort, Herr Kesting. Hat der eine Laune. Wen hat er denn in der Mangel? Das ist die Frage. Oh, schon wieder dicke Luft. Das interessiert mich nicht, Herr Zietz. Wir haben ausgemacht, dass Sie Ihre Kaution bei Vertragsabschluss in voller Höhe einzahlen und nicht... Nein, so geht das nicht, Herr Zietz. Ja, danke, Heike. Ich habe hier den Vertrag vorliegen und da steht es klipp und klar unter Absatz 3.2, dass Ihre Kaution am 1. fällig war. Gut, dann geben Sie die Sache Ihrem Anwalt, der wird Ihnen auch nichts anderes sagen. Das Fitnesscenter. Ist der wieder eklig. Irgendwann ist Schluss. Da mache ich wirklich mein Reisebüro auf. Das erzählst du jetzt schon seit einem Jahr. Ich habe das mal richtig gelernt. Reisebüro, Kauffrau. Brauchst du da vielleicht noch jemanden, der mitmacht? Bei deinem Reisebüro? Erst einmal brauche ich Geld. Ich meine so für die Buchhaltung oder so. Du meinst, du hättest schon Lust dazu? Lust schon, aber... Kein Geld, ja? Genau. Merkur sind... Ja, Frau Kesting. Ja, ich werde es Ihrem Sohn ausrichten. Tag. Tag. Machen Sie mal Platz mit Ihrer Karre. Ja, nur keine Hektik. Danke, das geht schon. Sind Sie echt? Was? Eure Knarren da. Wieso fragen Sie? Nur so. Lohnt sich der Job, Wachdienst? Sicher. Ihr braucht nicht vielleicht noch ein paar Leute? Nein, glaub ich nicht. Na klasse, Expressfahrstuhl. Kann ich mit? Tut mir leid, das geht aber nicht. Ey, was soll denn das, Kollege? Ich will doch nur... Das ist gegen die Vorschriften. Bitte nehmen Sie den Lastenaufzug. So, stell euch doch nicht so an. Ich will doch nur... Hast du was an den Ohren, Kumpel? Ja, schon gut, schon gut. Also, was ist? Abmarsch. Arschgesicht. Wie war das? Ich sag nur, alles klar und abmarsch. Wo bist du geboren? Kassel. Mhm. So, 51, 19,4, 39,7. Ist ja spannend. Du bist ein Zwilling mit dem Aszendenten Steinbock. Merkur steht im vierten Haus. Das symbolisiert eine Beziehung zu Geld und Wohlstand. Ernsthaft? Ja. Sag mal, könntest du auch mal sowas für einen Löwen machen? Du weißt schon. Hat er dich wieder ausgeführt? Hm. Und? Nett. Essen gehen, Billard spielen. Ganz die große Welt. Bezahlt sogar sein Bier mit Euro-Scheck. Hast du noch was von dem Wein? Der ist gut. In der Küche unten im Schrank. Ich gehe schon. Sein Schlüsseldienst läuft wohl nicht. Ich habe letzte Woche erst eine Mahnung wegen der Miete schreiben müssen. Das ist aber auch eine blöde Lage, die er da oben hat. Bis jetzt ist da doch noch jeder pleite gegangen. Du machst dir ja richtig Sorgen um ihn. Der Gerd ist wirklich ein netter Typ, da kannst du sagen, was du willst. Ich sag nur, schwerer Raub. Räuberische Erpressung.
Zweimal Körperverletzung. Ja, ja, ich weiß, was deine alte Freundin über ihn im Polizeicomputer gefunden hat. Wieso hat Kesting ihm bei dem Vorleben überhaupt den Laden gegeben? Er ist doch sonst so pingelig. Der Korkenzieher? In der Schublade. Meine Freundin bei der Kripo war damals gerade in Urlaub. Und als sie dann mit den Informationen kam, waren die Verträge schon unterschrieben. Und deshalb habe ich Kesting dann vorsichtshalber gar nichts mehr gesagt. Was ist denn das? Die ist noch von meinem Vater. Ist sie echt? Ja, sicher. Mein Vater war Offizier, habe ich dir doch erzählt. Gib mal her. Durchladen. Entsichern. Vorsicht! Als ich klein war, sind wir am Wochenende immer in unser Ferienhaus gefahren. Da war ein Steinbruch in der Nähe. Da hat er mit mir Schießen geübt. So. Komm, hör auf, du machst mir ja richtig Angst. Eigentlich sollte ich ja ein Junge werden. Heiko, nicht Heike. Verstehst du? Und du hast das wirklich gesehen? Den ganzen Tisch voller Geldtaschen. Du weißt doch, wie die Leute sind. Die kaufen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und euer Chef hebt das Geld im Tresor auf bis ungefähr 2 Stunden, bevor der Transporter kommt? Ja, klar. Hier, probier mal. Was ist das? Mousse au Chocolat. Selbstgemacht. Danke. Du, sag mal. Ja? So, wie du dauernd fragst, da könnte man doch fast denken, dass du etwas Bestimmtes vorhast. Und wenn? Aber das ist doch Blödsinn. Ich meine, der Chef und die Leute vom Geldtransportdienst, die passen schließlich auf. Irgendeinen schwachen Punkt gibt's doch immer, man muss ihn nur finden. Meinst du das ernst? Gerd! Überleg doch mal. Das ganze Geld. Was man damit alles machen könnte. Du müsstest nicht mehr in diesem Loch da oben sitzen und ich könnte endlich diesen scheiß Schlüsseldienst sausen lassen und eine richtige Autowerkstatt aufmachen. Das wäre doch was. Wir beide zusammen. Ich mache die Werkstatt und die Buchführung. Meinst du wirklich? Na klar. Da gibt's eine Werkstatt in der Stadt im Erlengrund. Absolut spitzenmäßig. Aber der Besitzer will 100.000. Mit der Kohle, die ihr da oben im Büro habt, wäre das ein Klacks. Gerd! Ja. Du bist... Ich meine, du erzählst hier einfach was von einem Überfall. Ich kenne mich da aus. Du... Pass auf, ich sag's dir, wie es ist. Ich hab früher schon mal so ein Ding gefingert. Zusammen mit einem Kumpel. Supermarkt. Alles absolut glatt gelaufen, bis uns dieser Schussli-Rentner direkt vor den Wagen läuft. Das war's dann. Bullenprozess, Knast, 2,5 Jahre. So, jetzt weißt du's. Gerd. Aber im Knast habe ich mir eins geschworen. Nochmal lasse ich mich nicht erwischen. Noch 3 Wochen bis zu unserem großen Merkur-Jubiläum. Das Merkur-Center lädt alle seine Kundinnen und Kunden anlässlich seines 25-jährigen Bestehens zu einer großen Shopping-Party ein. Spielen Sie mit bei unserer Geburtstagsstaffette und nehmen Sie an unserer großen Verlosung von vielen wertvollen Preisen teil. Als Hauptgewinn winkt eine 14-tägige Luxusreise in die Karibik. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Ich brauche hiervon einen Kasten und hiervon. Aber natürlich. Sind da die kleinen Figuren schon drin? Welche Figuren? Na, der Bauarbeiter, der Astronaut, der Feuerwehrmann. Nein, die sind extra.
Ich nehme die Packung Bauarbeiter und noch ein paar Astronauten. 4. Nein, lieber 5. Und 2 Feuerwehrleute. Wir haben noch Polizisten. Nein, die lieber nicht. An der Kasse dann bitte. Sag mal, was ich fragen wollte. Du machst doch keine Dummheiten mit diesem Kerl, oder? Dummheiten? Wie meinst du das denn jetzt schon wieder? Du weißt schon, was ich meine. Der Gerd hat immer nur Pech gehabt. Er hat mir alles erzählt mit seinen Vorstrafen und so. Aber das passiert ihm nicht wieder. Das hat er dir versprochen. Das hat er mir versprochen. Gelernt hat er ja Kfz-Schlosser und wenn er genug Geld hat, dann macht er mal eine eigene Werkstatt auf. Und ich kümmere mich dann... Lass mich raten. Um die Buchführung. Genau. Wegen meiner Beziehung zum Geld. Hast du doch selber gesagt. Merkur im 4. Haus. Also willst du nicht mehr zu mir ins Reisebüro, wenn ich mal so weit bin? Heike, du weißt doch, was wir besprochen haben. Besprechen kann man viel. Sag mal, hatten wir hier nicht irgendwo noch die Grundrisse vom Center rumliegen? Was willst du denn damit? Nur so einzeichnen, was bei unserem Jubiläum läuft, damit die von der Haustechnik Bescheid wissen. Da hinten, untere Schublade. Glaubst du wirklich, dass der Köhler der Richtige ist? Sag mal, kannst du auch Horoskope stellen für Sachen, die noch nicht passiert sind? Du meinst, ob beispielsweise jemand bei einer Sache Erfolg haben wird? Ja, genau. Sicher? Soll ich dir was Bestimmtes ausrechnen? Ja, wenn du mal für Gerd und mich so für die nächsten 10 Tage diese... Konstellationen ausrechnen könntest. Nicht gucken. Mein Gott, mach's doch nicht so spannend. Vorsicht. So, Augen auf. Was ist das denn? Toll, was? Oh Mann, wir sind doch hier nicht im Kindergarten. Ach Mann, ich habe mir so eine Mühe mit dem Modell gegeben. Hier, alles da. Erdgeschoss, der Gang, der Fahrstuhl, die 6. Etage, der Gang, das Büro vom Chef. Der Astronaut hier ist Kästing und im Vorzimmer die beiden Feuerwehrleute da sind Heike und ich. Ach so. Genial, was? Hier, welche Figur willst du haben? Einen Astronauten oder einen Bauarbeiter? Also, nochmal. Erst der Zauberer. Von 3 bis 4:30. Gut, dann diese Dixieland-Band. Und? Sagen wir eine halbe? Ja. Nee, besser eine Dreiviertelstunde. Mhm. Dann? Dann der Clown. Auch eine halbe Stunde. Gut, auch eine halbe Stunde. Mhm. Dann sind wir bei... Sind wir bei 4:45. Nach dem Clown wieder Musik. Und dann die Verlosung, ja? Ja. Sagen wir so gegen 5:30. Das macht unser Konferencier Schrunzberger, bekannt aus Presse, Film und Fernsehen. Gut, also dann haben wir es. Tippen Sie das bitte noch, damit wir das gleich morgen an die Haustechnik geben können. Haben wir irgendwo noch Grundrisse vom Erdgeschoss? Wieso? Damit ich der Haustechnik einzeichnen kann, wo alles stattfindet. Da unten im Schrank müssen noch welche sein. Aber hat Cordula das nicht schon gemacht? Ja, mal sehen. Oh Gott, mein Kreuz. Also, wenn das meine Mutter ist, die... Merkur Center Management Braun, guten Tag. Nein, das tut mir leid, Frau Kästing. Ihr Sohn ist im Moment nicht da. Ja? Ja. Ja, das werde ich ihm ausrichten. Ja. So, hier, Grundrisse. Nee, sagen Sie nichts. Lassen Sie mich raten. Kreislauftropfen? Sie sagt, Sie brauchen keine mehr mitzubringen. Wieso denn das auf einmal? Weil ihr der Notarzt eben welche dagelassen hat. Das ist die Liste. Die Bank macht am 27. wieder auf, an unserem Jubiläumsfest. Bis dahin kommt der Geldtransporter noch genau 4-mal. Mhm. Am 19., am 21., am Mittwoch und den 26. Dann ist Schluss. So sieht's aus. Noch einen Tee? Sag mal, hast du wirklich keinen Kaffee? Wieso? Weil ich langsam keinen Tee mehr sehen kann. Ja, tut mir leid. Schon gut.
Also, Sie fahren Ihren Geldtransporter in den Hof bis an die Rampe. Zwei Mann. Sie gehen den Gang entlang bis zum Personalfahrstuhl hier. Ein Mann bleibt unten im Gang, der andere fährt rauf zu euch und lässt sich das Geld geben. Frage, weiß euer Chef, dass der Geldbote in Anmarsch ist? Also Kesting hat nur diesen Plan da, mit Datum und Uhrzeit. Kein Anruf von der Transportfirma vorher? Nein. Sicher? Sicher, sicher. Die Amtsleitung für sein Telefon läuft über unser Vorzimmer. Du traust mir das wohl nicht zu, oder? Doch, natürlich. Kein Wort. Ist auch nicht so wichtig. Bei dir wirkt gerade eine Jupiter-Konstellation. Das macht dich träge. Und deshalb hörst du mir jetzt mal zu, wie man so einen Überfall machen kann. Na, lass mal hören. Ich besorge dir eine blaue Uniform, genau wie die Wachmänner sie haben. In der kommst du hintenrum zu Kesting, 5-10 Minuten, bevor die richtigen Wachmänner kommen. Und Kesting gibt mir die Geldbeutel, weil er ja denkt, dass ich vom Wachdienst komme. Genau. Du steigst in den Lift. Und wie mache ich das? Wie du das machst? Ja. Wie kriege ich den Lift in die 6. Oh, verdammt. Für die 6. braucht man so einen Expressschlüssel wie Kesting. Zu blöd. Allerdings. Der Wachmann, der das Geld holt, der hat so einen. Der fährt nonstop von unten nach oben und zurück. Woher weißt du das denn so genau? Ich weiß das eben. Wenn der eine Wachmann rauffährt, wartet der andere unten im Gang. Wenn ich den da unten überfalle, kann ich vorm Lift stehen, wenn der Bote von oben runterkommt. Das finde ich nicht gut. Und wieso nicht? Was ist, wenn in der Zeit jemand anderes durch den Gang kommt? Da unten ist doch die Anlieferung, da haben die Geschäfte ihre Lager. Du hast ja richtig Talent. Wenn es so leicht wäre, würde es ja jeder machen. Na, da hast du auch wieder recht. Herr Köhler? Ja? Ich komme von der Verwaltung. Ach, Frau Braun, ja? Was gibt's denn? Es geht um die letzte Miete. Ich weiß, ich habe das vollkommen verschwitzt. Sie sind jetzt schon 2 Wochen im Rückstand. Ich habe die Überweisung fertig gemacht. Die geht gleich morgen zur Bank, garantiert. Sie wissen hoffentlich, was in Ihrem Vertrag steht? Natürlich. Lesen Sie sich das am besten nochmal genau durch. Abschnitt 4. Fristlose Kündigung bei Zahlungsverzug. Mein Gott, ich sag doch, dass ich es nur vergessen habe. Ich will Ihnen ja auch nur ein paar Schwierigkeiten ersparen. Wollen Sie verreisen? Nein, das sind nur Prospekte. Ja, Maika, ist wirklich schön. Kann ich empfehlen. Ja, vielleicht können wir uns da mal genauer drüber... Es geht um die Miete, Herr Köhler. Wenn Sie mir einen Scheck geben, dann... Scheck? Im Moment ganz schlecht. Ich habe meine Schecks zu Hause. Aber ich kann Ihnen... Ja, ich gebe Ihnen schon mal 150 Mark und überweise den Rest, okay? Nein. Lassen Sie mal. Bargeld kann ich sowieso nicht verbuchen. Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass die Überweisung nächste Woche kommt... Kommt, da, garantiert. Dann will ich mal nicht so sein. Sie sind ein Schatz. Woher wollen Sie das wissen? Der Geldtransporter kommt auf den Hof. Er hält an der Rampe. Die beiden Wachmänner steigen aus und kommen durch die Tür ins Haus. Die gehen den Gang entlang bis zum Fahrstuhl. Einer bleibt unten und sichert den Gang, der andere fährt... mit dem Fahrstuhl per Schlüsselfahrt nonstop rauf zu euch. Der Fahrstuhl geht hier oben auf den kleinen Flur. Da sind nur 2 Türen. Die eine führt zum Publikumsbereich. Stahltür, Sicherheitsschloss. Ja. Die andere zu Kestings Büro. Kesting hat das Geld in den Transportbeuteln bereit. Und was mit der Tür zu eurem Büro? Die schließt er neuerdings während der Geldübergabe immer ab. Mist. Nur zu unserer Sicherheit, sagt er. Was ist denn auf den anderen Etagen? Da kommt man doch durch die Stahltüren in den Gang mit dem Fahrstuhl. Ja, sicher. Aber was willst du denn da, wenn der Wachmann mit dem Fahrstuhl da an dir vorbeifährt? Okay, der Wachmann steuert den Fahrstuhl aus der Kabine mit seinem Schlüssel. Ja. Dann muss es aber auch ein System geben, wie man den Fahrstuhl von draußen anhält, wenn einer eine Schlüsselfahrt macht. Schon wegen der ganzen Sicherheitsvorschriften. Das muss gehen. Vielleicht gibt's dafür auch einen Schlüssel. Das käme auf den Versuch an. Hast du eigentlich schon eine Pistole? Nein. Ja, ich kann dir eine besorgen, von Heike. Die hat zu Hause eine im Schrank. Deine Kollegin? Klar, von ihrem Vater. Die könnte ich sicher mitgehen lassen, wenn ich sie besuche. Erstmal müssen wir einen Plan haben, wie das mit dem Überfall abgehen soll. Also. Du, sag mal... Ja?
Hast du überhaupt keine Angst? Was? Also, wenn ich mir überlege, was wir da machen. Verstehst du, was ich meine? Alles klar. Du hast die Hosen voll. Okay, das war's dann. Was ist denn, Gerd? Ich hab gedacht, es wäre dir wirklich ernst. Wir beide zusammen. Die Autowerkstatt. Ich habe schon mit dem Typen gesprochen. Der hat den Vertrag schon fertig. Der wartet nur drauf, dass ich mit dem Geld komme. Wenn man was erreichen will, dann muss man auch mal was riskieren, verstehst du? Gerd, bleib doch hier. Ich hab doch nur mal gefragt. Cordula, willst du wirklich weiter in deinem Büro sitzen und dich von dieser Ziege rumkommandieren lassen? Oh, Heike ist keine Ziege. Oder willst du mal was riskieren? Einmal was riskieren, damit du aus dieser Mühle da rauskommst? Ja, sicher. Ich mach mir doch nur Sorgen. Um dich, verstehst du? Ich hab dir doch gesagt, was ich mir vorgenommen habe. Hab ich doch, oder? Ja, hast du. Also, ziehen wir das Ding zusammen durch oder nicht? Ja, wir beide. Okay. Dann sollten wir uns langsam mal genau überlegen, wie wir es machen. Also, das ist doch wohl das Letzte. Haben Sie das gesehen, Heike? Was? Was die Leute von diesem Lederladen als Geschäftskonzept eingereicht haben. Kinky Fashion. Lust in Lack und Leder. Ist doch reinste Pornografie. Ja, finden Sie? Ja, Sie etwa nicht? Naja. Die wollen einen Sexshop aufziehen. Die Referenzen sind jedenfalls in Ordnung. Bankauskunft ist okay und meine Freundin bei der Kripo meint... Ja? Ja, nichts Negatives. Nehmen Sie doch den Laden, Heike. Für Ihr Reisebüro. Die Miete, Herr Kesting. Wenn allerdings dem Schlüsseldienst daneben, wenn dem mal die Puste ausgeht, der Laden wird mich interessieren. Ja, lange wird es bei diesem Köhler nicht mehr dauern. Das denke ich auch. Wenn es denn mal soweit ist. Ja? Ich denke, ich sage es Ihnen besser vorher. Ich möchte Cordula hier aus dem Büro mitnehmen. Cordula? Für die Buchhaltung und so weiter. Das kann sie. Hm. Wo ist die eigentlich schon wieder, Ihre Kollegin? Die Pause ist doch längst vorbei. Sie besorgt unten in der Apotheke die Kreislauftropfen für ihre Mutter. Aber das dauert doch keine halbe Stunde. Mit dem Fahrstuhl geht das ruckzuck. Ich rede gleich mal mit ihr, wenn sie wieder da ist. Na, tun Sie das. Wenn Sie schon bald Ihre Chefin sind, diese Trödelei müssen Sie ihr unbedingt abgewöhnen. Ich werde es versuchen. Liebe Kundinnen, liebe Kunden, in wenigen Tagen ist es soweit. Dann feiert das Merkur Center seinen 25. Geburtstag. Mit Musik und einem bunten Unterhaltungsprogramm auf unserem neuen Spiel- und Erlebnisbereich im Erdgeschoss. In der neu gestalteten Nordpassage eröffnen dann auch unser großes Bistro-Café und die Filiale der Stadtsparkasse. Komm, mach schnell! Der Chef wartet bestimmt schon. Immer mit der Ruhe. Es gab 0815-Schlüssel. Bitteschön. Gut. Bis dann. Küsschen. Küsschen. Moment, Moment. Mars im Sextil zu den Zwillingen? Richtig. Das heißt... Ich bin entschlossen, ein Ziel fest zu verfolgen. Genau. Und hier habe ich meine Konstellation. Mars steht im Quadrat zu den Zwillingen. Und zwar ab dem 23. Perfekt. Du wirst Erfolg haben. Hoffen wir es. Ich bin ganz sicher. Ich habe es Kesting übrigens gesagt. Was? Dass ich dich mitnehme, wenn ich das Reisebüro aufmache. Er hat soweit nichts dagegen. Dann stimmt doch alles. Wir beide schaffen das schon. Ich bin froh, dass es endlich losgeht. Kesting ist auch so ein Schwätzer. Was der mir damals bei der Einstellung alles erzählt hat. Aufstiegschancen, seine rechte Hand und wenn er geht, seine Nachfolgerin als Centermanagerin. Und was mache ich? Mieten eintreiben und Kreislauftropfen für seine Mutter holen. Hat Kesting es eigentlich mal bei dir so als Mann, meine ich, probiert? Nicht direkt. Aber er würde wohl gerne. Er liebt nur eine Frau. Hände hoch. Überfall. Nein!
Die Maske kommt gut, was? Bist du verrückt? Ich habe mich zu Tode erschreckt. Die Sache läuft. Der Schlüssel von deinem Kästing ist der Generalschlüssel für den Fahrstuhl. Ich hab's ausprobiert. Man kann damit den Lift von draußen anhalten, egal woher er kommt. Und wenn die dahinter kommen? Ich meine, dass ich was mit dem Schlüssel gemacht hab. Blödsinn, das Ding läuft absolut perfekt und ohne Spuren. Wenn der Geldbote runterfährt, halte ich ihn in der dritten Etage an und nehme ihm das Geld ab. Und wenn er sich wehrt? Na, natürlich wird er sich wehren. Aber ich habe ja das hier. Schweres Kaliber. Der überlegt sich zweimal, was er macht. Ich nehme ihm das Geld ab und schicke ihn mit dem Fahrstuhl wieder auf die Reise. Und dann bin ich 5 Minuten später schon wieder in meinem Geschäft und keiner hat was gemerkt. Toll. Na, Profiarbeit. Mittwoch sind wir reich. Ich stell schon mal den Sekt kalt. Ach was, Champagner. Und dann verreisen wir erst mal. Was meinst du? Nein. Nein? Kein Aufsehen erregen. Ach so. Du meinst die Polizei? Genau. Die fragen rum, ob jemand mehr Geld als sonst ausgibt und so weiter und so weiter. Also, kein Aufsehen. Alles so normal wie immer. Bis Gras über die Sache gewachsen ist. Auf die bisherige gute Zusammenarbeit. Morgen haben wir ja wohl keine Zeit dazu. Heike? Auf die nächsten 25 Jahre. Cordula? Auf morgen. Ja, hoffentlich klappt alles pünktlich. Hoffentlich. Ich habe Ihnen die Begrüßungsrede und die Einsatzpläne auf den Schreibtisch gelegt. Danke. Ist der Scheck für das Kinderheim vorbereitet? Liegt in der Mappe in dem roten Umschlag. Die Sparkasse hat übrigens angerufen. Sie würden sich freuen, wenn Sie zur Eröffnung und zum Empfang hinterher kommen könnten, Herr Kästin. Also das muss ich mir noch mal überlegen, nach dem ganzen Ärger, den die mir mit dem Umbau gemacht haben. Aber gleich kommt der Wachdienst hier zum letzten Mal. Meinen Sie, ich soll dem Mann was geben, Heike? Keine Ahnung. Ich glaube, die Männer dürfen gar nichts annehmen. Na klar. Ist der ein Sicherheitsdienst, was? Ja. Heike, begleiten Sie mich zu der Eröffnung von der Sparkasse? Zu freundlich. Aber ich glaube, da habe ich schon was vor. Köhler hier. Ich wollte die Reservierung für meinen Flug heute Abend bestätigen. Köhler, ja? Flug 265, eine Person, einfach kein Rückflug. Okay, eine Stunde vorher am Schalter. Guten Tag, Herr Kästing. Ausnahmsweise mal pünktlich heute. Ja, kein Stau, keine Baustelle. Hätte gar nicht besser sein können. Ich gehe da mal runter. Du weißt Bescheid? Ja. Toi, toi, toi. Es kann einfach nicht schiefgehen. Gerd, es geht los. 483.000 Mark, 40 Pfennige. Ihre Papiere. Puh, fast eine 500.000. Damit könnte man wohl den Rest des Lebens hinkommen. Ach, machen Sie sich auch hin und wieder ein paar Gedanken. Ach, wer macht die sich nicht? Warten Sie, ich helfe Ihnen. Ja, bei einer 500.000 gibt es schon ganz ordentlich Zinsen. Wenn man sich da ein Depot zusammenstellt, ein Drittel festverzinsliche, ein Drittel Aktien und ein Drittel Risikopapiere. Ist zu viel Arbeit. Ein Ticket in die Karibik und dann den ganzen Tag schön in der Sonne liegen. Also, ja, hat mich gefreut. Moment mal. Schnauze. Hände hoch. Nun komm schon. Ah,
reinkommen, Tür zu. Was? Ja, mit dem Geld. Scheiße. Verdammte Scheiße. Mars im Quadrat zum Löwen. Das Schicksal hält eine Überraschung für Sie bereit, armer Köhler. Nach seinem Geburtshoroskop war er sowieso nicht der Richtige für mich. Wer hat denn dich verhört? Der grauhaarige Kommissar Eggers. Typischer Fisch, würde ich sagen. Rational, beherrscht, verklemmt. Ich habe diese Assistentin gelöchert. Doppelname, Schlüter, irgendwas. Ob ich bei Kesting was bemerkt hätte? Nach dir hat sie nur so nebenbei gefragt. Da war ja auch alles klar. Ich habe Stein und Bein geschworen, dass du die ganze Zeit mit mir im Büro warst. Prost! Prost! Champagner. Auf unser Reisebüro. Wir haben es uns verdient. Ja. Holen wir es gleich? Das Geld? Nein, erst mal abwarten, ob nicht die Kripo hinter uns herschnüffelt. Dein Gerd, der hat mich angeguckt wie ein Geist. Der hat absolut nichts begriffen. Ich habe sofort geschossen, als er reinkam. Die Beutel nach nebenan in das leere Lager der Kinderboutique geschleppt, alles abgeschlossen und dann wieder rauf zu dir. Der Gerd. Ach, kalt wie eine Hundeschnauze. Von wegen Autowerkstatt und so weiter. Der Kommissar sagt, dass er kurz vorher einen Flug gebucht hat. Für den Abend, einmal einfach. Kingston, Jamaika. Diese Ratte. Du denkst doch nicht etwa, dass ich ihm von seinem Schmuh mit der Werkstatt auch nur ein Wort geglaubt habe. Dass der mit dem Geld abhauen wollte, war doch spätestens klar, als er die Miete für den Laden nicht mehr bezahlt hat. 580 Mark habe ich von der Post aus überwiesen, damit Kesting ihn bloß in Ruhe lässt. Ich zahl's dir von meinem Anteil zurück. Ach, lass doch den Quatsch, Schätzchen. Das war eine Anfangsinvestition für unser Reisebüro. 483.000 Mark 40. Abzüglich unserer Kosten. Durch zwei. Macht netto. 210.093 für jeden von uns. Merkur Center Management Braun, guten Tag. Frau Kesting. Herzrhythmusstörung. Verdacht auf Infarkt. Ja. Ja, sicher, die Aufregung, das verstehe ich. Ja, zur Beobachtung. Das wird Ihren Sohn bestimmt freuen, Frau Kesting, wenn wir ihn im Krankenhaus besuchen. Ja. Wiedersehen. Oh, oh, Herr Kesting. Der wird schon wieder. In ein paar Wochen sitzt er wieder hier und kommandiert unsere Nachfolgerin rum. Wetten? Mach doch schon mal die Mietunterlagen für Köhlers Laden auf meinen Namen fertig. Dann kann Kesting gleich unterschreiben, wenn er zurückkommt. Was willst du ihm eigentlich sagen, wenn er fragt, woher du auf einmal das Geld für den Laden hast? Meine Tante ist gestorben. Und ich habe geerbt. Das versteht er bestimmt. Und beim Finanzamt? Wir gehen nächste Woche mal ganz schick spielen im Casino. Was meinst du? Du wechselst das Geld ein und ich tausche die Chips zurück. 1, 2, 3, schon vorbei. Cordula? Tust mir einen Gefallen, wo wir doch jetzt Partner sind? Was denn? Lass dir die Haare wieder wachsen. Diese Bürste sieht wirklich schrecklich aus. Schlüsselfahrt. Kriminalhörspiel von H.P. Karr und Walter Wehner.